Jo Freunde, was geht und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video. Heute werde ich euch Abedi Pelé Future Captain Card Hero mäßig, wie heißt der denn? Ich weiß es nicht. Den werden wir spielen in der Food Champions Weekend League. Wir werden ihn testen, wir werden gucken, ist er wirklich ein Cheap Eusebio? Weil viele haben mir gesagt, lässt sich genauso spielen von den Werten in-game wie Eusebio. Da werden wir auf jeden Fall mal den Pelé auf Herzturnieren testen. Wir werden in die Food Champions reingehen. Wir werden darauf achten, wie bewegt er sich, wie ist er im Abschluss, wie schnell ist er. Und dann gibt es am Ende vom Video natürlich auch wieder ein Fazit. Damit ihr euch den nicht kauft, Münzenverlust macht, mach's natürlich ich wieder. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen. Und ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Food Champions Weekend League. Bevor es aber losgeht, habe ich noch ein mega cooles Angebot. Ihr wisst, wenn ich Partnerschaften eingehe, sollt ihr davon profitieren. Ihr seht ja meine ganzen Displays an der Wand. Aktuell gibt es bis zu 37% für 3 Displays. Wenn ihr 1 oder 2 Displays bestellt, bekommt ihr 27%. Freunde, total angenehm. Ihr habt Magneten, ihr könnt sie an die Wand tun. Ihr könnt die Displays ändern, wie ihr wollt. Also nichts mehr mit Taser und nichts mehr mit Nägeln. Es gibt wirklich total coole Motive. Und was wirklich cool ist, ihr müsst gar keinen Code mehr eingeben, sondern mit dem ersten Link in der Beschreibung ist der Code für die 37% schon mit drin. Und ihr landet direkt auf meiner Display-Page. Keine Frage, jeder Kauf von euch supportet mich natürlich. Ihr profitiert davon, ich profitiere davon. Also wer sich schon länger mal überlegt hat, so ein Display zu holen, haut in die Tasten. Support ist kein Mord. Was ich euch gerne noch zeigen möchte, für Fußballfanatiker hier auf dem FIFA-Kanal natürlich, könnt ihr euch hier Fußballmotive aussuchen, wie den Ronaldinho oder weitere Spieler. Wenn ihr stöbern wollt, jeden Montag kommen auch neue Motive, also wirklich sehr, sehr coole Sachen, abstrakte Sachen, cartoonmäßige Sachen, hier für Fans von Jurassic Park und so weiter und so fort. Jedes Wohnzimmer wird was finden, jedes Gamingzimmer wird was finden, da könnt ihr mal durchstöbern. Wenn ihr ein Motiv gefunden habt, ab in den Warenkorb und wie gesagt, mit dem Link in der Beschreibung spart ihr auch direkt 37%. Wer da Bock drauf hat, stöbert da, holt euch die Displays, supportet mich, supportet euch selber, spart ein bisschen und habt ganz viel Spaß mit den Displays. Falls euch die 37% hier nicht angezeigt werden, der Code ist Debo. Ja, aber über den Link ist der automatisch drin. Ich spoiler dich mal. Ich wurde bei der Polizei angenommen. Es hat mich so gefreut. Hier natürlich mal einen grünen Time-Finish reinzukloppen. Wenn wir da mal einen coolen Strang haben. Bam! Lass niemals den Torwart verlenken, wenn ein Dieb aufs Tor läuft. Der wartet nämlich, der ist gewieft. Der ist fuchsig. Vor allem am ersten Tag, weil die dann halt denken, du trollst oder willst ihnen Angst machen. Aber das war halt eigentlich gar nicht der Fall. Ich wollte ihnen halt gar nicht Angst machen, sondern bei mir, oh, schön gemacht. Bei mir war es die Tastenbelegung. Und jedes Mal, wenn ich da drauf gedrückt habe, also Kokom, sagt ja Marquez, speziell bin, aber gute Polizeiarbeit mache. Ja, immer querlegen, immer querlegen, sonst halten sie die Bälle. Dass er da ist, um zu trollen. Wisst ihr, was ich meine? Oh Mann, die behindern sich da gegenseitig. Bam. Ey, der knallt schon gut jeden rein, ne? Bendok, dankeschön für den Follow. Ach Gott. Dann ist das nochmal was ganz anderes. Wisst ihr, was ich meine? Oh, das ist auch ein blöder Treffer. Aber egal. Dass man das ein bisschen leiser machen kann, weil sonst kann man sich ja kaum unterhalten. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. FC Kölle, grüße dich erstmal. Schön, dass du da bist. Ja, es ist so Quark, diese. Das habe ich beim. Also, das, was er gerade gemacht hat, habe ich beim Qualifier permanent gesehen, weil ich halt Fußball sehr gerne mag, lange auch selber Fußball gespielt habe. Aber ich würde jetzt nicht sagen Talent. Boah, weiß ich nicht. PES ist ja nicht die Wohlfahrt. Die machen das ja nicht, weil sie, genauso wie FIFA, die machen das ja nicht, weil sie die Community lieben, sondern die machen das, weil sie das Geld lieben. Schön gemacht. Der verteidigt gut. Schön, da sind wir. Er ist ein verdammter Charakter mit Ecken und Kanten. Also, oh no, no. Genauso wie diese Kante Mbappé, Alter. Und die haben mich überhäuft mit... Ui, schönes Ding, Bro. Abedi, verwöhnt mich. Was ist denn da los? Ein Stück weit auch... Bam, schönes Ding. Oder mächtiger fühlen, weil man... Oh,
schön. Weil sonst... Boah, schön gemacht. Schön gemacht. Oh, schön, schön. Bin halt auch komisch. Danke, danke, danke. Warte. Ja, danke, danke. Du, das ist so ein guter Mensch. Du bist so ein guter Mensch. Du bist so ein guter Mensch. Schönes Ding. Schön, Doppelballrolle, rein damit. Boah, das ist schön, das ist einfach, das ist Kunst. Wie gesagt, ich bin... Ach Gott, das ist doch blöd, was ich hier mache. Bam, let's go. Enzaro, grüße dich, was geht? Also bei mir werden die Bälle da immer abgefangen. Wenn ich da den Pass reinspielen will, dann hebt er immer sein Bein und dann ist der Ball weg. Yes, let's go, da sind wir doch. Das war jetzt wirklich Konzentrationsarbeit, du. So, diesmal hast du aber den falschen Elastico verteidigt. Oh, oh, Zucker. Gib Gas. Und jetzt Diebo Speziale. Diebo Speziale geht immer rein. In 9 von 10 Fällen geht er rein. Leicht schräg, drüber lupfen. Was will er machen? Darfst du nicht schießen lassen. Darfst du nicht schießen lassen. Kurz umgedreht, bam, rein damit. Darfst du dich nicht schießen lassen. Danke. Danke. Let's go. Oh, diese Parade genauso sinnfrei. Dann halt wenigstens das hier. Okay, schau mal, das ist eine Kackchance von mir. Ich habe mich genug draufgedrückt, dass er drüber fliegt. So ehrlich bin ich. Den muss er sicher haben, weil ich einfach das Draufdrücken verkackt habe. Den hält er nicht, aber den Ball davor, wo ich alleine aufs Tor laufe und grün treffe, aus nächster Nähe, aus dem perfekten Spot. Drogba Prime Moments finde ich nicht so lecker, ehrlich gesagt. Mein Gott, ich kotze im Stehen, Alter. Konzi, danke für den Follow, herzlich willkommen. So, rein da. Okay, let's go. Komm, Mbappé, Bro. Ja, falscher 90er, Bro. Reiner. Ich mach das eigentlich echt immer ziemlich schnell, ne? Jetzt mache ich auch. Guck mal. Hat nur 2 Minuten gedauert, wegen der Wette, weißt du? Kurzes Feedback zu Abedi Pelé. Er kostet aktuell auf dem Markt 1,1 Millionen. Ich fand ihn sehr angenehm zu spielen. Ich fand aber auch die Version davor schon ziemlich angenehm. Beweglich. Schnell, abschlussstark, aber ich fand jetzt nicht unbedingt, dass man ihn mit einem Eusebio vergleichen kann. Aber okay, aber ich habe bei Eusebio das Gefühl, der ist ein bisschen cleaner bei den Abschlüssen. Ich habe das Gefühl, bei Eusebio, er ist noch ein Tick durchsetzungsvermögener. Also war okay, 1,1 Millionen würde ich auch noch zahlen für Abedi, aber wäre jetzt auch nicht unbedingt meine erste Wahl, den ich in meiner Startelf spiele. Fehlt mir einfach 5 Sterne Skills oder 5 Sterne Big Foot. Also so ein Spieler muss halt wirklich richtig knallen, körperlich riesig sein oder körperlich sich komplett durchsetzen, irgendwelche Eigenschaften haben, die andere Spieler nicht haben. Und das sehe ich bei Abedi Pelé nicht. Super Karte, aber nicht so, dass ich sage, ey Bro, spiele ich Stamm. Ja, Freunde, das war es eigentlich auch schon von mir. Danke fürs erneute Einschalten und ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten mit dem Video. Haut rein, tschüss.